Hallo, liebes Internet, da sind wir wieder live vom BloggerCamp TV. Heute mit der Sendung zum Thema Industrie 4.0 oder wie wir mit den vernetzten Geräten das Warten lernen. Unser Gast heute ist Wolfgang Dorst, Bereichsleiter Industrie 4.0 vom Bitkom und gleichzeitig Mitglied der Plattform Industrie 4.0. Und wir wollen uns heute mit ihm über das Thema der vernetzten Geräte unterhalten. Ja, genau, denn so das, was sag mal, Bitkom und Co. als Industrie 4.0 bezeichnen, kann man ja auch als Internet der Dinge oder Maschine-to-Maschine-Kommunikation bezeichnen oder Internet von allem. Und da hat Gunter Dück, der frühere IBM-Cheftechnologe, im digitalen Quartett uns eigentlich eine sehr, sehr schöne Steilvorlage geliefert. Er sagt, wir basteln an Industrie 4.0, liefern aber keine Antworten für das Betriebssystem und die Infrastruktur. Unterdessen bekommen Waschmaschinen, Geschirrspüler und Kaffee-Vollautomaten von Samsung einfach mal das Google-Betriebssystem Android eingepflanzt. Also, man nimmt aus der Unterhaltungselektronik oder aus dem Handysektor einfach einen Standard, haut den in die anderen Geräte rein und schon kommuniziert der Keilriemen mit der Zündkerze. Sind wir einfach nicht in Deutschland in der Lage, obwohl wir uns ja schon seit langem mit dem Thema Internet der Dinge beschäftigen, so einen Standard zu setzen und müssen dann wieder Google und Co. kommen, sodass dann der FAZ-Herausgeber Schirmacher dann irgendwann wieder sagt, oh, wir werden von den Amerikanern dominiert, wie schrecklich, Herr Dorst. Wie ist der Status quo, wie ist die Lage? Ja, also die Lage ist gut, und zwar, weil es Deutschland seit langem wieder gelungen ist, einen Begriff zu setzen, der überall in der Welt interessiert beobachtet wird. Und das hat es ja lange nicht wirklich gegeben, dass wir hier eine Begrifflichkeit definieren und die anderen darauf neugierig machen. Also alle großen Industrienationen schauen sich an, was Deutschland macht. Und natürlich in der Tat ist es so, dass Industrie 4.0 eben nicht ein Päckchen ist, das man sozusagen auf den Tisch stellt und da ist eine rote Schleife drauf und dann sagt man, das ist es, das kostet so viel, dann packt man es aus. Und dann hat man das, was man erwartet, sondern es ist eben ein Begriff, eine Überschrift für sehr viele unterschiedliche Dinge, die sich darunter zusammenfassend beschreiben lassen. Und im Großen ist es eben auch ein Leitstern, also so etwas, eine Richtung, ein Weg, den man geht. Und wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann wird man nicht alles, was da auf diesem Weg sich anbietet, auch brauchen, aber vieles davon wird man gebrauchen können. Und insofern ist das eine Überschrift für eine Richtung, in die Deutschland gehen möchte, mit seinem verarbeitenden Gewerbe, aber auch mit anderen Industriesektoren. Und das ist schon gut gemacht, weil wir so eine Überschrift auch brauchen. Nun setzen wir Überschriften, aber die anderen machen dann wieder das Geschäft. Also wenn beispielsweise VW, Porsche, Mercedes, BMW nicht in der Lage sind, sagen wir mal, ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln, dann gehen sie halt eine Kooperation entweder mit Google ein, wie Audi, oder mit Apple. Also bekommen wir dann nachher vernetzte Autos, zwar, ja, wo wir sagen können, okay, die Zündkerze kommuniziert wirklich mit dem Keilriemen und ich bekomme noch ein Remote-System, um dann rechtzeitig zur Werkstatt zu fahren. Aber das Geschäft machen dann wieder andere. Also wie ist denn, was für ein Standard kommt denn dann bei Industrie 4.0? Also haben wir nicht nur einen Begriff gesetzt, sondern setzen wir auch die Standards? Ja, wenn wir erfolgreich sein wollen bei Industrie 4.0, dann brauchen wir beides. Und das ist beschrieben mit den Begriffen Leitmarkt und Leitanbieter. Das heißt, wir brauchen Produkte, die wir haben, die wir bei uns selbst herstellen, die wir aber auch selber anwenden. Also wir brauchen das auch rekursiv. Die selbst erstellten Produkte müssen bei uns auch selbst dann angewendet werden. Und um eine Leitanbieterschaft zu erreichen, dann brauchen wir natürlich die Fähigkeit, auch Standards zu setzen, Standards als erste zu beschreiben und dazu auch Produkte anzubieten. Und nun ist es so, die Frage, in welcher Granularität muss eigentlich die Vernetzung stattfinden, also Keilriemen und Zündkerze, das ist sicherlich auf einer Bauteilebene, die wir nicht unbedingt ansprechen wollen oder im Moment nicht ansprechen wollen, ja, weil es gibt ja
Ja, genau, das ist ja, es soll nur mal etwas zeigen. Also es kommt darauf an, die Digitalisierung nicht nur im Produktionsprozess einzuführen, sondern die Digitalisierung auch bei den Geräten. Und wenn es so ist, dass wir bei den Medizingeräten eine digitale Fähigkeit haben oder wenn wir im Auto digitale Fähigkeiten haben oder bei der intelligenten Energieversorgung oder der Kühlschrank, die Heimvernetzung war genannt, dann ist das auch genau richtig. Weil wir wollen eben nicht nur die virtuellen Plattformen stärken, sondern wir wollen eben auch die physikalischen Plattformen stärken, indem wir sie digitalisieren. Und dann auf diesen physikalischen, digitalisierten Plattformen zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Das ist aber mit welchem Betriebssystem wird denn die Maschine-to-Maschine-Kommunikation dann in Deutschland laufen? Also auf was einigen sich die Hersteller? Mhm. Naja, bevor wir beim Betriebssystem sind, haben wir noch ganz andere Fragen zu klären, die in der Semantik zum Beispiel sind. Also es ist in der klassischen Datenverarbeitung in einem Unternehmen relativ einfach. Da wird ein Auftrag angelegt und der hat eine Auftragsnummer, der hat einen Auftragswert und es geht um einen bestimmten Artikel. Aber wenn wir uns das vorstellen in der industriellen Produktion, also nehmen wir mal nur etwas Einfaches wie die Montage, da geht es darum, eine Schraube zu verwenden und zwei Teile zu verbinden, dann ist es schon wesentlich schwieriger, das zu beschreiben. Also wenn wir so eine Digitalisierung wollen, wenn wir es wollen, dass es auch über verschiedene Baugruppen, Bauelemente, Produkte hinweg funktioniert, dann haben wir sehr viele Hausaufgaben zu machen im Bereich der Semantik, überhaupt um das zu beschreiben. Und das Betriebssystem ist sicherlich auch eine wichtige Frage, dann auch die Vernetzung, die dazu gehört. Aber es ist eben nicht die einzige, sondern wir stehen hier vor einem großen Spektrum von Dingen, die wir lösen müssen. Mhm. Übrigens, wer sich an der Diskussion beteiligen will, da draußen im Internet, wie immer, Hashtag BloggerCamp, wenn so Zwischenrufe kommen über Twitter und Co., Hashtag BloggerCamp. Hannes. Ja, ich habe ein Beispiel jetzt in meinem Blog vernetzt. Ich habe ja viel mit Landwirtschaft zu tun. Es gibt ja so ein Cluster in Westfalen-Lippe, da ist auch die Firma Klaas dabei, die jetzt mit der Telekom zusammen eine Steuerung der Maschinen gemacht hat in der Ernte. Das heißt also, dass dort die Erntemaschine, wenn der Korntank voll ist oder der Rapstank voll ist, dann quasi den Bauern mit der Abfuhrmaschine direkt auf dem Acker an dem Punkt hin lotsen kann, wo die Übergabe stattfindet. Das sind ja im Prinzip jetzt konkrete Anwendungen, mit denen kann man draußen ja was anfangen. Da wird die Produktionskette quasi über diese Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation verbessert. Der Mensch muss jetzt nicht mehr über das Funkgerät den Schlepperfahrer herholen oder der Schlepperfahrer muss nicht ständig nebenher fahren. Sind das Anwendungen, die ganz am Anfang sind? Gibt es da noch eine höhere Stufe oder ist das schon Industrie 4.0, wie Sie sich das vorstellen? Ja, als wir den Begriff Industrie 4.0 Anfang 2012 geprägt haben wir natürlich auch ganz unterschiedliche Branchensegmente damit bedienen wollen. Also nicht nur zum Beispiel die Landwirtschaft, da gibt es die landwirtschaftliche Produktion, obwohl es im primären industriellen Sektor ist und nicht im sekundären industriellen Sektor, wo das verarbeitende Gewerbe ist. Aber also die haben wir nicht primär im Blick gehabt. Wir haben auch die Prozessindustrie, also Pharma oder Chemie, nicht direkt im Blick gehabt, sondern hatten uns konzentriert auf das verarbeitende Gewerbe und dort eben auf die produzierenden Unternehmen und Produktion so verstanden, dass es also Fertigung ist und Montage. Das war aber eine von uns einfach erstmal nur zur Fokussierung vorgenommene Spezialisierung. Im Grunde genommen gehören die anderen Bereiche zu Industrie 4.0 genauso mit dazu. Das heißt, die gleichen Konzepte kommen da zur Anwendung. Und das, was Sie aus der Landwirtschaft beschrieben haben, ist eben eine Produktion, die nicht unter dem Dach einer Werkhalle stattfindet, sondern Produktion unter dem Dach des Himmels oder unter dem Himmel. Mhm. Dann kommen wir gleich.
Da kommen wir gleich zum nächsten Problem. Also ich brauche ja, um das machen zu können, brauche ich ja Bandbreite. Das heißt, in dem Fall jetzt, um bei unserem landwirtschaftlichen Beispiel zu bleiben, brauche ich LTE oder zumindest GPRS, also praktisch ein Internet über Funk. Und wenn ich jetzt da in einem Gebiet bin, wo die Versorgung schlecht ist, dann habe ich da mit Zitronen gehandelt. Und wir müssen ja mal überlegen, also was für uns auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, was brauchen diese Maschinen an Bandbreite und haben wir die Bandbreite dann in der Zukunft auch zur Verfügung? Wenn man sich überlegt, es kommt Smart Home, wir haben demnächst 4K-Fernseher, die man auch übers Internet dann die Filme runterladen kann, jetzt, die Maschinen kommunizieren noch über das Internet, ist die Bandbreite denn dann in 5 Jahren noch ausreichend, wenn die Entwicklung so weitergeht aus Ihrer Sicht? Also das sind 3 Themen, die da zusammengehören. Das ist einmal die Bandbreite, dann ist es die zuverlässige, flächige Abdeckung mit dieser Bandbreite. Und ein dritter wichtiger Punkt ist die Latenz. Und ich fange mal mit dem letzten Punkt an, weil über den am wenigsten gesprochen wird. Wenn wir Informationstechnik und Netztechnik nutzen, sagen wir mal, so wie jetzt hier in diesem Blogger-Camp, dann ist eine Latenz auch nicht schön, aber wenn sie da ist, dann ist sie zu verschmerzen. Wenn wir aber von technischen Prozessen sprechen, dann wird die Latenz nicht bestimmt von unserem Geschmack oder von unserem Gefühl, wie gut das rüberkommt, sondern von den physikalischen Eigenschaften der Maschinen und Anlagen, die damit versorgt werden oder die Informationen erwarten. Und da geht die Diskussion, die wir um Breitband haben, im Augenblick noch an dem Knackpunkt vorbei. Wir reden zu wenig über ein robustes Netz, das von der flächigen Ausbreitung ausreichend ist und das vor allem auch von der Latenz geeignet ist, technische Systeme zu steuern. Ist es das, was man auch unter Carrier Grade versteht, also Ausfallsicherheit, was haben wir in der Telekommunikation wie selbstverständlich hatten, was wir aber jetzt im IP-Sektor jetzt nicht mehr so ganz selbstverständlich haben? Ja, es ist, meint mehr als Carrier Grade, sondern es meint tatsächlich, dass zugesicherte Latenz, also Verzögerungszeiten, zur Verfügung gestellt werden können. Und da wird natürlich auch mit den Begriffen oft so Schindluder getrieben. Also es ist oft, dass die Automatisierungsbranche sagt, es gibt also Anforderungen kleiner 1 Millisekunde. Das sind natürlich Extremanforderungen, die es nur in den wenigsten Fällen gibt. Oft sind die Anforderungen gar nicht so hoch. Aber im Grunde genommen geht es darum, die interessierte Fachöffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren. Und wir haben natürlich Möglichkeiten, dass wir auch die Verarbeitung weiterhin lokal durchführen können. Um bei dem Beispiel in der landwirtschaftlichen Produktion zu bleiben, also Daten können bei einer Erntemaschine natürlich lokal bearbeitet werden, also gesammelt, gefiltert, verarbeitet und dann erst die verarbeiteten Daten über Funk zur Weitergabe zur Verfügung gestellt werden. So kann man dann eben auch Lösungen finden, die trotz mangelnder Netzrobustheit oder Latenzzeit trotzdem funktionieren. Und wir müssen auch im Hinterkopf haben, dass alle Lösungen, die wir in Industrie 4.0 bauen, auch, kompatibel sein müssen für den Fall, dass das Netz einmal nicht da ist. Also das darf nicht so sein, dass das System nicht mehr funktioniert, wenn das Netz ausgefallen ist. Also etwa wie im Auto, um einen Vergleich zu bringen, wenn ein Assistenzsystem nicht mehr funktioniert, dann muss man das Auto trotzdem noch fahren können. Das eine ist aber die Robustheit oder auch die Ausfallsicherheit. Trotzdem brauchen sie natürlich auch Bandbreite. Und es gibt viele Experten, die sagen, okay, also wenn Industrie 4.0 kommt und wir also die Machine-to-Machine-Kommunikation entfalten, wird es zum Datenkollaps kommen. Wir dümpeln in Deutschland ungefähr bei 7-8 Mbit pro Sekunde herum. Wir haben im Koalitionsvertrag kein klares Investitionsbekenntnis. Jetzt macht der Dobrindt da wieder irgendwelche runden Tische mit den Providern, die ja selber irgendwie in der Investitionsfalle sitzen, weil sie die Investitionen nicht refinanzieren können, weil sie am Datengeschäft nicht partizipieren. Diese 4-5 Milliarden, die da anfänglich im Koalitionsvertrag drin standen für die nächsten 4-5 Jahre, sind wieder rausgestrichen worden.
Was leistet jetzt eigentlich Bitkom, damit da mal wirklich ein bisschen Power hinterkommt? Ich habe immer den Eindruck, ich habe schon einige IT-Gipfel besucht, dass der Bitkom-Präsident da immer so staatstragende Reden hält. Aber reden Sie dann hinter den Kulissen da mal Tacheles? Ja, also gestern haben wir gerade eine Presseinformation zu dem Thema gemacht und eben unser Präsident, Herr Professor Kempf, hat gefordert, dass die Erlöse aus Versteigerungen von Frequenzen, die frei geworden sind, dass man eben diese auch zielgerichtet verwendet für den Ausbau des Netzes. Das also das, heißt, was die Bundesnetzagentur erwirtschaftet. Genau. Mhm. Und dass das nicht irgendwo anders hingeht, sondern dass man hier auch sagen kann, Geld ist da, weil eben in diesem Kontext auch Geld erwirtschaftet wurde durch die Verkaufserlöse, wie gerade gesagt. Also das ist eine Maßnahme. Aber wir müssen natürlich im Blick haben. Wie hoch sind diese Erlöse? So Pi mal Daumen? Pi mal Daumen, das ist in unserer Presseinformation ja auch genannt. Insgesamt wurden 55 Milliarden Euro erlöst seit dem Jahr 2000. Und in letzter Zeit wurden... Ja, aber das Geld ist doch schon weg. Genau. Aber der Prozess geht ja weiter. Es gibt die Forderung, weitere Frequenzbänder freizumachen. Und das geht eben auch in die Zukunft, dass zukünftige Gelder eben dann nicht mehr weg sind, sondern zielgerichtet eingesetzt werden. Aber ich möchte neben der Breitbanddiskussion das Interesse noch auf etwas anderes lenken. Wir werden bei Industrie 4.0 oft gefragt, was ist das denn eigentlich? Und das sind familiengeführte und mittelständische Unternehmen, die diesen Begriff noch nicht für ihr tägliches Handeln im Unternehmen umsetzen können. Aber das sind auch viele Mitgliedsunternehmen, auch im Bitkom, die noch nicht genau wissen, was das ist. Das heißt, wir brauchen etwas, das das begreifbar und praktisch verstehbar macht. Und darauf liegt der Schwerpunkt im Moment, glaube ich, viel mehr als in verschiedenen Rahmenbedingungen, die man natürlich wichtig auch braucht. Um nochmal an den Anfang unseres Gesprächs anzuknüpfen, wie beurteilen Sie denn das Google-Investment beim Kauf von Nest Labs, also wo es eigentlich um ein völlig langweiliges Thema geht, wie Raumthermostate. Aber wenn man sich anschaut, wer der Gründer dieser Firma ist, Tony Fadell, also der Vater der iPod-Revolution und des iTunes, Biotops, dann merkt man vielleicht, dass da mehr dahinter ist, als man vielleicht so vermutet. Also wie beurteilen Sie dieses Investment? Und wie beurteilen Sie auch die ersten Reaktionen in Deutschland, wenn man die Subline bei der FAZ nimmt, im Wirtschaftsteil übrigens, nicht im Feuilleton, also nicht der Herr Schirmacher hat das geschrieben, wird Google die Privatsphäre ernst nehmen? Ist das Erste, was dem Wirtschaftsredakteur dabei einfällt. Also A, wie beurteilen Sie diesen Deal? Und B, wie beurteilen Sie die Pavlovschen Reaktionen in Deutschland? Also wir haben es mit einem Trend zu tun, der in allen Lebensbereichen eine Digitalisierung vorantreiben wird. Und wir müssen uns in Deutschland, und ich sage hier absichtlich müssen, diesen Trends stellen. Es hat solche Trends gegeben in der Konvergenz zwischen der ITK und der Telekommunikation vor 15 Jahren. Das hat die Telekommunikationsbranche komplett verändert. Es hat so einen Trend gegeben, also die Konvergenz zwischen zwei Branchen bei der Heimelektronik. Also natürlich, MP3 ist schon längst ein Standard, aber wir merken das, dass im Wohnzimmer ständig Veränderungen stattfinden und Player, die aus Asien dort in den letzten zwei Dekaden Präsenz hatten, werden immer weiter verdrängt und das ist eben zum Beispiel Google und andere dort sind dort wesentlich häufiger anzutreffen mittlerweile. Und wir haben eine weitere Konvergenz gesehen, die zwischen den Medien und der ITK, also wo Content und Infrastruktur komplementär zusammenwachsen bis hin zum Endgerät. Auch das verändert die Branche. Und wir sehen eben jetzt eine Konvergenz in ganz vielen anderen Branchen auch. Und das ist eben die Haus- und Heimvernetzung, das ist die Energiewirtschaft oder der Energiebereich, insbesondere im Zusammenhang mit dem Umbau des Energiesystems, ist es im Gesundheitswesen wird das stattfinden und eben in einem ganz wichtigen Bereich für Deutschland wichtig, weil die Brutto,
das Bruttosozialprodukt aus diesem Bereich so hoch ist hier in Deutschland, das ist der des produzierenden Gewerbes. Das heißt, es handelt sich in all diesen Bereichen um einen Trend, der seit langem anhält, und den müssen wir uns stellen. Und wenn wir ihn nicht gestalten in Deutschland, dann gestalten ihn eben andere für uns. Ist der Kauf, und darauf kommt es an. Nicht? Ist das Investment von Google schlau? Ich meine, immerhin haben sie 3,2 Milliarden Dollar dafür ausgegeben. Also wenn man bedenkt, dass eine große Revolution, die wir in den letzten 100 Jahren erlebt haben, nämlich in einem Gebäude wohnen zu dürfen, in dem man Tag und Nacht und Sommer und Winter sozusagen im Hemd und Hose einfach leben kann, das ist etwas, das hat es über zehntausende Jahre vorher für die Menschen nicht gegeben. Das heißt, das Haus ist eine wesentliche Errungenschaft durch die industrielle Revolution. Und wenn man dort anknüpft, indem man die Digitalisierung der einzelnen Funktionen vorantreibt, dann ist das sicherlich ein wesentlicher Faktor für, ja, ich sag mal, die ganze Menschheit. Sie haben gerade MP3 erwähnt. Ist das nicht auch ein hübsches Beispiel, wo deutsche Ingenieurskunst etwas auf den Markt wirft und andere das Geschäft machen? Also der Professor Karl-Heinz Brandenburg vom Fraunhofer bringt diesen Standard zur Entfaltung und Apple entdeckt es dann für sich und baut das quasi in das eigene Ökosystem ein. Übrigens auch mit Hilfe von dem Tony Fadell, der diese Idee hatte für das integrierte Konzept von iPod und iTunes. Sind wir da einfach zu doof, das Geschäft zu machen? Also es kommt, glaube ich, jetzt bei der Konvergenz in den verschiedenen Bereichen darauf an, dass wir, wenn wir ein Produkt in die Hand nehmen, nicht daran denken, wie schön das Produkt ist oder wie schön es gestaltet oder was es für tolle Eigenschaften hat, sondern wir müssen als ersten Gedanken haben, was kann man mit diesem Ding verdienen? Und auf welche neue Art und Weise können wir damit etwas verdienen? Das heißt, wir brauchen eine intellektuelle Infrastruktur in unseren Köpfen, mit der wir aus den tollen Dingen, die wir haben, auch Geld schöpfen können. Und als warnendes Beispiel müssen wir uns immer das vor Augen führen, was Sie gerade ausgeführt haben. Aber wie beurteilen Sie dann auch so eine Kooperation zwischen Audi und Google? Ist das nicht so eigentlich auch ein Warnschuss, dass man sagt, mein Gott, also wenn so ein ja, wichtiger Industriekonzern, ja, wo ja die meisten Autofahrer feuchte Augen bekommen, so eine Kooperation eingeht, ist das eigentlich keine gute Botschaft für Deutschland? Ja, es hätte sicherlich auch eine andere Lösung gegeben. Warum man sich so entschieden hat, das kann ich gar nicht mal sagen, das müsste man sich mal genau anschauen, aber Audi wird bestimmt gute Gründe gehabt haben, so zu entscheiden. Also Herr Stadler ist in Las Vegas abgefeiert worden. Gleichwohl müssen wir uns aber auch vor Augen halten, dass wir sehr gut unterwegs sind. Sie haben ja in der Anmoderation aus dem Blog vorgetragen, dass wir eben Digitalisierung haben in Hausgeräten, Digitalisierung in Autos. Das sind alles Dinge, wo wir exzellent sind unter der Haube. Das heißt, man sieht das nicht, aber da haben wir sehr viel Know-how eingebaut. Das heißt, da ist ITK versteckt im Produkt. Und was wir nun brauchen, ist, dass wir Dienstleistungen zusätzlich zu diesen digital befähigten Produkten auch wirklich auf den Weg bringen. Hannes, und das ist nun mal. Ja, okay. Bitte. Ja, Hannes. Ja, also ich denke mal, vielleicht wäre für die CSU das Thema Maut ein wirklich gutes Thema, wenn man das Thema Maut nicht auf die Autobahn setzen würde, sondern vielleicht auf die Datenautobahn. Also Sie haben eingangs schon erwähnt, dass die Erlöse, die man für diese Frequenzen haben sollte, auch wirklich dann umgesetzt werden sollen in die digitale Infrastruktur. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass man vielleicht bei bestimmten Sachen auch so eine Datenautobahn-Maut verlangen könnte. Ja. Das wäre dann sehr bayerisch, oder? Ja. Ja, gut, ist natürlich die Frage, ob es wettbewerbsbehindernd ist, wenn man dadurch das Internet verteuert. In Stocken. Oder in Stocken bekommt. Ja. Wichtig ist halt, dass der Ausbau weitergeht, weil das ist eigentlich so die Grundkonsequenz. Und wenn man dann die Betriebssysteme anschaut, also wir haben ja verschiedene Layer in dem Bereich. Also wir haben das Internet als untersten Layer, dann kommen die Betriebssysteme, also ich würd, auf die das Ganze läuft. Und das meiste davon ist... Ich würde die Empfehlung geben...
Ja. Ich würde dir die Empfehlung geben, dieses Thema der CSU zu überlassen, weil das ist ekelhaft. Aber Herr Dorst, wie können wir das finanzieren? Also allein mit den Frequenzversteigerungen werden wir es nicht finanzieren können. Also das Investitionsvolumen wird ja so bei 60 bis 80 Milliarden geschätzt. Das werden wir mit den Frequenzversteigerungen nicht erreichen. Ja, also mit Industrie 4.0 haben wir ja einen Ansatz gewählt, der von der Industrie ausgeht. Das ist zwar thematisch mal gestartet aus der Politik, also BMBF und BMWI, diese beiden Ministerien, die Fördereigenschaften haben, aber das war von Anfang an eine Industriesache. Das heißt, schon in 2012 hat die beteiligte Industrie für dieses Projekt bezahlt, das heißt, sie hat sich finanziell eingebracht und hat mit der Politik zusammengearbeitet, weil es eben ein Thema ist, was nicht ein einzelnes Unternehmen bewältigen kann, so wie Infrastrukturthemen ganz allgemein ja auch oder Themen im Bereich Ausbildung und Bildung. Dann haben wir gezeigt, dass das eben aus der Industrie gemacht werden kann. Und da stehen wir auch heute. Und nun kommt es darauf an, dass wir für diese Themen in Nischen, wo wir ja das schon beobachten, dass es das gibt, dass wir das klar herausstellen, zum Beispiel durch Demonstratoren oder durch Demonstrationszentren und dort die Industrie neugierig machen, sich zu beteiligen und auch erste Schritte zu gehen. Das heißt, wir brauchen ein aktives Handeln in dieser Sache. Wir können es nicht nur diskutieren als eine Forderung gegenüber der Politik, sondern wir brauchen eben auch aus der Unternehmerschaft erste Schritte in diese Richtung. Mhm. Und dann, wenn wir feststellen, es gibt Hemmnisse, dann muss man natürlich dort schnell nacharbeiten. Und dazu haben wir die Plattform Industrie 4.0 gegründet, dass wir jetzt mal bezogen auf Industrie 4.0, die drei beteiligten Industrien, das ist also der Maschinen- und Anlagenbau, das ist die Automatisierungstechnik und die ITK-Industrie, dass wir die zusammenbringen, um eine gemeinsame Position zu finden, um ein gemeinsames Handeln anzustoßen und dann gegenüber der Politik auch sprachfähig zu sein, was wir brauchen und es ganz spezifisch auch darauf dann zu fordern als Notwendigkeit. Also nicht auf den Staat warten, sondern die Sache selber in die Hand nehmen. Ist diese Investitionsbereitschaft denn in der Industrie vorhanden, da richtig viel Geld in die Hand zu nehmen? Also ich habe oft festgestellt bei Veranstaltungen in Regionen, zum Beispiel bei Industrie- und Handelskammern, dass Industrie 4.0 erstmal nur als eine Überschrift wahrgenommen wird oder als ein Forschungsthema. Und das ist eben falsch, weil wir in all den Themen, die Industrie 4.0 in Summe ausmachen, in Deutschland schon Beispiele finden, in Nischen oder im Kleinen. Und es ist jetzt notwendig, dass wir das zusammenführen zu einer glaubhaften Story. Und diese glaubhafte Story eben auch weitere Unternehmen findet, die ja in diesem Thema dann auch aktive Schritte unternehmen, so wie eben amerikanische Unternehmen oder chinesische oder russische Unternehmen auch aktive Handlungsschritte unternehmen. Mhm. Das brauchen wir hier. Also wenn wir das nicht haben, dann bleiben die Forderungen gegenüber der Politik eben auch sozusagen unerfüllt, weil es auf der Gegenseite kein Handeln gibt. Aber dann können Sie ja wahrscheinlich auch von diesem digitalen Gemischtwarenladen, der sich da in diesem Koalitionsvertrag niedergeschlagen hat, also was da mal unter digitaler Agenda tituliert wird, ist ja aufgeteilt in verschiedenste Ministerien. Also jedes Ressort hat sich dann irgendwas geschnappt aus, ja, glaube ich, Partikularinteressen. Und jetzt kann irgendwie der Internetausschuss oder jeder Minister sehen, was er daraus macht, ja. Unterm Strich wird das wahrscheinlich in ein ziemliches Kompetenzwirrwarr enden und wahrscheinlich genauso elend scheitern wie die ganzen Bund-Online-Projekte, wo auch unterschiedliche Ministerien zuständig waren. Also so richtig zufrieden können Sie doch mit der digitalen Agenda des Koalitionsvertrages nicht sein. Nein, richtig zufrieden können wir nicht sein. Und das sage ich nicht, weil wir nie richtig zufrieden sind, sondern weil Teile von dem, was Sie gerade ausgeführt haben, ja auch genau zutreffen. Wenn wir uns jetzt aber in der Diskussion auf Industrie 4.0 beschränken, dann stellen wir fest, dass sehr viele Themen, die
wir adressiert haben im letzten Jahr 2013, da tatsächlich auftauchen. Also zum Beispiel Demonstratoren oder Spitzenforschung oder überhaupt das Anerkennen, dass bei Breitband ein Nachholbedarf besteht, nicht? Nachdem man Breitbandstrategie schon über mehrere Jahre gefahren hat. Also es ist so, dass wenn wir da hineinschauen, wir viele Punkte sehen, auch also wieder Spitzencluster zum Beispiel oder überhaupt das Fördern von der Zusammenarbeit aus Wissenschaft und Wirtschaft, dann sind das schon viele Dinge, die wir adressiert haben. Und wenn man es mal darauf beschränkt, dann ist das ganz positiv. Sie haben aber natürlich recht, dass diese Zersplitterung von der Handhabbarkeit uns noch vor viele Herausforderungen stellen wird. Ja, wir haben ja im Vorfeld der Sendung auch Kontakt zum Fraunhofer-Institut in Ostwestfalen aufgenommen. Dr. Meyer. Oppel, Mensch. Bitte? Ostwestfalen-Lippe, sonst kriegst du Ärger. Ostwestfalen-Lippe, die Lippe vergessen, ganz böse. Ja, die haben ja einen Spitzencluster dort und forschen ja da im Bereich Industrie 4.0 ganz stark und haben auch Beispiele. Also wir werden in einer der nächsten Sendungen, das ist schon ausgemacht, mit dem Dr. Meyer zusammen auch Beispiele vorstellen hier im Bloggercamp TV, damit sich die Zuschauer bei uns auch was vorstellen können unter Industrie 4.0, weil ich glaube, das Thema ist, wenn man es jetzt so im Raum stehen hat, genauso wie für die IHKs, auch für den Normalbürger schwer verständlich. Also wenn man zeigen kann, was sind die Vorteile von Industrie 4.0 an plastischen Beispielen, ist es, denke ich, dann auch leichter, das zu verstehen. Was wären denn jetzt die nächsten Bausteine von 4.0? Also was sind jetzt nochmal Ihre nächsten Meilensteine? Ein wichtiger Meilenstein sind die Standards und Normen, die wir brauchen. Und das wollen wir in einer Referenzarchitektur beschreiben. Das heißt, es ist eine Vorgehensweise, die gemischt ist aus der, die die ITK-Branche einsetzt und die, die in der Automatisierungs- und Maschinen- und Anlagenbaubranche angewendet wird. Wenn man solche Schnittstellen beschrieben hat, dann weiß man, welche Bausteine man zusammenfügen kann, um so ein System zu bauen. Und wenn man selber diese Schnittstellen entweder kennt oder sie selber beschreibt, dann hat man auch gute Voraussetzungen, um in eine Leitanbieterschaft zu kommen. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das zweite ist, dass wir nach wie vor im Bereich der Forschung eine ganze Reihe von Themen haben. Also das ist vor allem im Bereich der Semantik, um jetzt mal ein Stichwort zu nennen. Also wie können die Systeme überhaupt miteinander Informationen sinnvoll austauschen, sodass das andere System versteht, was das erste System meint. Und das ist eben auch nicht so wie vielleicht bei kaufmännischen Systemen, wo es relativ einfach und seit Jahren erprobt ist, sondern eben in einem Fertigungs- oder in einem Montagebetrieb ist das noch gar nicht bis heute in der Form ausgeführt. So, und dann haben wir natürlich ein Thema im Bereich der Sicherheit. Und Sicherheit hier im doppelten Sinne Safety und Security, also Datensicherheit und auch Sicherheit der Menschen, die mit den Maschinen arbeiten. Zu dem Thema sind wir heute gar nicht gekommen, aber das ist eine Voraussetzung dafür, dass diese Konvergenz zwischen den Industrien, und das betrifft jetzt nicht nur Industrie 4.0, sondern betrifft das Gesundheitswesen genauso wie die Energieversorgung oder den Umbau des Energiesystems oder wie zum Beispiel die Haus- und Heimvernetzung. Also in all diesen Bereichen wird das eine große Rolle spielen. Und wenn wir das nicht haben, dann ist einfach das Vertrauen dazu nicht da. Und dann wird es sich verzögern, was auch für die deutsche Industrie von großem Nachteil wäre. Gut, Herr Dorst, dann bedanken wir uns für das Interview. Das ist ein spannendes Thema. Wir bleiben natürlich am Ball. Wir werden also auch schauen, wie viel Made in Germany in der Industrie 4.0 drin stecken und natürlich auch verfolgen, ob die Zündkerze mit dem Keilriemen vielleicht dann doch androidisch spricht und wie viel Google da nachher in der Industrie 4.0 dann drin ist. Das werden wir weiter natürlich begleiten. Spannendes Technologiethema. Spannendes volkswirtschaftliches Thema, denn es geht ja auch um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Wir werden uns heute Nachmittag in der zweiten Sendung mit einem ganz anderen Thema beschäftigen. Da geht es nochmal um lokale Communities, weil ja der Hannes bei einer letzten Sendung ein kleines Problem mit seinem Provider hatte, der dann einfach mal beim Glasfaserausbau den Stecker gezogen hat und schwupp war die Sendung aus.
Also diese Diskussion werden wir heute um 16 Uhr nochmal aufnehmen. Natürlich nicht wieder von Anfang an, sondern wir steigen da mitten rein. Warum gibt es lokale Communities? Was gibt es da? Was ist im Lokaljournalismus los und warum sind die Lokalzeitungen so schlecht und gehen den Bach runter? All das diskutieren wir heute um 16 Uhr. Ansonsten, man hört und sieht sich in einer der nächsten BloggerCamp-TV-Sendungen. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Gelassenheit irgendwie.